nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio von der imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo, ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Das war eine Falle, eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schwift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben rennen. Damit willkommen zurück zu Battlefront 2. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür 2 Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne an. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt auch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Ich glaube, die haben wir getroffen. Weiter geht's mit Battlefront 2. Über Naboo. Oh mein Gott, es ist wie in Rogue One, der Shot. Wie episch. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Lando, das ist klassisch. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter dem Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Hey, Vorsicht! Ich seh's! Da ist ein Geschütz auf ein paar von den Satelliten.
zweiter Satellit erledigt. Da sollten wir nicht reinfliegen. Satellit abgeschossen. Wir haben noch diese Soundkulisse. Boah, das ist cool. Richtig intensiv fühlt sich das an. Je schneller die Satelliten zerstört sind, desto früher ist sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Danger 5, Danger 6, vergessen Sie nicht, Sie schießen jetzt auf Teiljäger. Bestätigt. Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, Danger 1. Ja, wir sind dabei, Shrimp. Gut, zeig mir dem Imperium mal, mit wem es sich anlegt. Guter Schuss, Commander. Hey, hey, in meiner Einheit ist sie kein Commander. Nabu ist ein bisschen sicherer geworden. Wir geben alles. Noch ein Satellit weniger. Wir haben es fast geschafft. Und dann verschwinden sie. Okay. Stimmt. Ja, Nabu macht Sinn, ne? Weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Wir wissen, was zu tun ist. Nabu ist die Heimatwelt von Palpatine. Am besten zerstören sie zuerst die Verteidigungssysteme. Aber ursprünglich mal Senator von Nabu. Bis er dann Kanzler wurde, dann hat es Padme übernommen. Oh fuck. Oh, das war sehr unklug. Da war ich von, da war der Winkel zu hoch. Naja. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Was zu tun ist. Das wollte ich machen, weil jetzt ist das natürlich viel, das Licht viel cooler. Weg von dem Zerstörer! Seine Kanonen durchschlagen glatt ihre Schilde! Am besten zerstören sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden! Und noch einer! Guter Schuss, Versio! Verstanden, Staffelführer! Satellit ausgeschaltet. Sektor sieht gut aus. Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber, sorgt für Ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Teiljäger hat unsere Bombe im Visier. Fangen Sie ab! Leiste Unterstützung! Helfen wir ihnen! Sehr gut. Wenn die Schilde weg sind, bringt die Restoration die Sache zu Ende. Die was? Unser Großkampfschiff. Allein hat es gegen einen Zerstörer keine Chance. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. Gut. Wo sind die denn? Schon kein Problem mehr. Und die sind auch weg. Noch mehr Teiljäger!
helfen Sie mir! So helfen Sie mir doch! Wie lang geht das denn jetzt? Sie können angreifen. Alle anderen fallt wieder zurück. Das ist nicht gut. Tut mir leid, sehen wir nicht alle den brennenden Sternenzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Theed. Sie werden die Stadt attackieren. Theed, königlicher Palast. Hoheit. Danger 1. Wir vier müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Theed hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Ja, verstanden. Was aktivieren wir? Oh. Etwas, das das Imperium aufhält. Wie heißen Sie, Soldat? Delmico. Der imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sie stoppen, aber sie müssen diese Relais reaktivieren. Ja, Mann. Räumt den Bereich. Hier muss alles sicher sein. Ja, wo ist das denn? Danke, Mann. Hier bleiben. Bei mir ist es sicher. Gebiet gesichert. Das verschafft uns Zeit. Kriegen Sie das Relais hin? F ist. Ich war früher mal Ingenieur auf. Boah. Wow. Wirklich extrem cool. Aber man kann doch nicht rausschießen. An die Arbeit. Wir decken sie. Ja, man. Aber man könnte sich zumindest dahin zurückschieben. Ah. Schattet den Anflug. Imperiale Truppen kommen. Wir haben ein Relais zum Laufen gebracht. Also ich war's. Sie hat Sturmtruppen zerlegt. Gehen zum zweiten Relais. Wir bleiben in Kontakt. Der Sturm hat die Schaltkreise gefällt. Ja, ich krieg das hin. Was ist das? Die werden nicht leicht sind. Langsam wird's. Dauert nicht so lange. Das Relais beschützen. Das habe ich mir auf jeden Fall tatsächlich mal gewünscht, endlich mal in Theed zu kämpfen, aber halt auf Story-Mode. Klar, im Multiplayer gibt es die Cutter, aber...
Ich dachte bloß, er wir greifen sie an. Nicht, dass wir es verteidigen. Das haben wir auch, oder? Eine Bombe. Ja, Gott, wen? Die Faschings. Ja, Silvesterknaller. Ja, das war's. Jetzt funktioniert's wieder. Gut. Und jetzt? Wohin jetzt? Ah. Versorgen die Relais die ganze Stadt mit Energie? Ja. Bis wir alles wieder zum Laufen gekriegt haben, kann wow. Krieg das Imperium nicht aufhalten. Feindlicher Kampfleutnant! Repariere sofort einen Bomber! Bestätige, Hoheit. Gehen Sie in Deckung. Ein weiteres Relais ist so gut wie aktiviert. So gut wie? Das Ding ist praktisch unter Wasser. Ich brauche Zeit. Ich glaube an Sie, Schiff. Freut mich. Mindestens einer. Och, schön, wenn sie alle so die Treppe runterrennen. Gut, dann kommen Sie mal mit, Herr Biko. Prinzessin regelt das. Oder auch nicht. Anscheinend gesichert. Wo ist das Relay? Ah, da. Prinzessin, schlechte Nachricht. Ein Scoutläufer hat uns eingekesselt. Können nicht zu Ihrer Position zurück. Beschäftigen Sie sie und bleiben Sie am Leben. Nach dem Ionenimpuls sind Sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Ah, okay, jetzt wird die Sache langsam. Vorschlagen wir erneuern und Scheiße. Ja. Das war so nicht geplant. Na los, hier rein. Stehe unter Beschuss. Gut. Wie bitte? Die Königin hat vor den Klonkriegen zum Schutz von Naboo einen Ionenimpuls eingesetzt. Imperiale Truppen unterwegs zum Palast. Halten Sie möglichst lange die Stellung. Thank you.
Gut. Lenkt sie ab! Der hier? Wie so ein Poggelträger. Nein! Nein! Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Oh, hallo, Hoheit. Gute Arbeit war das. Aber das erwarte ich auch vom Inferno-Trupp. General Calrissian hat's euch also gesagt. Sie haben dieser Allianz eine Menge Schaden zugefügt. Ja, das stimmt, Ma'am. Und das ist unentschuldbar. Ich habe gesehen, was Sie tun. Sie sind nicht einfach nur auf der Flucht vor dem Imperium. Die Sache bedeutet Ihnen etwas. Stimmt. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht weiter Hoffnung für uns. Und wegen der Hoffnung werden wir auch siegen. Willkommen in der neuen Republik. Danke, Ma'am.